Am Montag leitet der Niederländer DHL Bloem ein letztes Mal das Treffen der Eurogruppe. Bei der Suche nach einem Nachfolger kristallisiert sich ein Favorit heraus. Angeblich unterstützt ihn auch Deutschland. Die geschäftsführende Bundesregierung favorisiert Medienberichten zufolge den portugiesischen Finanzminister Mario Centeno als künftigen Vorsitzenden der Eurogruppe. Darauf hätten sich Kanzleramtsminister Peter Altmaier, CDU, und Vizekanzler Sigmar Gabriel, SPD, verständigt, berichteten die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten. Demnach soll sich der geschäftsführende Finanzminister Altmaier auf der Sitzung der Euro-Finanzminister am Montag für den Sozialisten Centeno aussprechen. Der ehemalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, CDU, hatte die sozialistische Regierung in Lissabon wegen des Aufweichens des Sparkurses mehrfach kritisiert. Portugal erhielt von 2011 bis 2014 Hilfen aus dem Euro-Rettungsschirm. Centeno arbeitete zunächst für die portugiesische Zentralbank und führt seit November 2015 das Finanzministerium in Lissabon. Ihm wird zugute gehalten, dass er den portugiesischen Haushalt nach jahrelangen Verstößen gegen die EU-Defizitvorgaben entschlossen sanierte. Wie Amtsinhaber Jeroen DHL Bloem ist er Sozialdemokrat und gehört damit einer der beiden großen EU-Parteienfamilien an. Die konservative Europäische Volkspartei, EVP, hat ihrerseits auf einen eigenen Kandidaten verzichtet, da ihre Vertreter schon alle anderen Spitzenposten bei Kommission, Rat und Parlament besetzen. DHL Bloem leitet am Montag sein letztes Eurogruppentreffen und hat dabei vor allem eine Aufgabe, die Wahl seines Nachfolgers zu organisieren. Der 51-jährige Niederländer DHL Bloem hatte den prestigeträchtigen Posten im Januar 2013 vom heutigen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker übernommen. Der Eurogruppenchef organisiert,